Ja, nehmen Sie bitte Platz. Dankeschön, vielen Dank. Wir haben auch ein Getränk vorbereitet. Ah, das sieht ja super aus. Was haben wir denn da? Trivanest? Ja, das ist unser gutes Neustädter Trinkwasser. Das ist so gut, dass wir es sogar trinken. Ja, ist ja super. Dann probieren wir doch direkt mal. Zum Wohl. Ja, schmeckt auf jeden Fall trinkbar. Schmeckt richtig gut. Jawohl. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir so gutes Wasser in Bad Neustadt haben. Ja, jetzt sind wir Stadtwerke, haben wir Wasser, aber Sie machen ja auch Strom, ne? Ja. Dann erklären Sie mir doch mal bitte, wie kommt denn der Strom in unsere Steckdosen? Ja, das ist eine gute Frage. Man sieht die Leitungen nicht, man weiß nicht, wo er herkommt. Erzeugt wird der Strom in großen Kraftwerken, aber auch in kleineren Photovoltaikanlagen oder in Windkraftanlagen. Von dort wird der Strom über Leitungen dann letztlich in die Kommunen verbracht. Dort wiederum verteilt und dann in den Häusern zu den Steckdosen und von dort kann er dann genutzt werden. Okay, und wie ist es denn? Haben wir eine Stromknappheit? Ist es nötig, Strom zu sparen? Und wie spart man dann Strom am besten? Also eine unmittelbare Stromknappheit haben wir heute nicht. Allerdings ist es immer ratsam, Strom zu sparen. Dann geht nämlich auch Energie, wird nicht mehr benötigt bei der Erzeugung von Strom. Und wir haben auch letztlich Strom in Hülle und Fülle, gerade bei den Stadtwerken könnte man meinen, sodass wir nicht auf Stromsparen angewiesen sind. Aber die Wahrheit ist, dass wir auch zu Hause Strom sparen. Das kann man auf verschiedenen Wegen machen. Zum einen schon mal beim Kauf von Geräten, dass man auf die Energieeffizienz achtet, sich vorher informiert, Zeit nimmt und erst dann kauft. Aber auch in der Anwendung ist es wichtig, also dass man darauf achtet, zum Beispiel, dass Spülmaschine oder Waschmaschine gut gefüllt sind. Beim Kochen, dass der Deckel auf dem Topf ist, dann verbraucht man beim Kochen letztlich nur noch die Hälfte der Energie ungefähr. Okay. Also da lässt sich einiges machen. Wichtig ist auch die Beleuchtung, dass man dort auf energieeffiziente Leuchtmittel umstellt, LED-Beleuchtung, und aber auch das Licht ausmacht, wenn keiner im Raum ist. Das ist nach wie vor wichtig. Ja, das ist gut, dass Sie das sagen, weil wenn ich Nudeln koche, lasse ich meistens den Deckel runden, weil ich nie verstehe, warum man denn den Deckel nutzen muss. Aber jetzt weiß ich, um Strom zu sparen. Gut zu wissen auf jeden Fall. Licht machen wir aber immer aus. Das ist gut. Modell statt Elektromobilität. Wie wird man das? Ja, das ist letztlich wie bei jeder Modellstadt so, dass man Kompetenzen braucht. Also man braucht Unternehmen, die in dem Thema drinnen sind. Man braucht Fachleute, die sich mit dem Thema auskennen. Und man braucht auch den gemeinsamen Willen, den engagierten Willen, etwas umzusetzen. Und dann fängt so ein Thema irgendwann an zu fliegen. Ja, super. Ja, jetzt haben wir Thema Strom. Jetzt brauchen wir noch Thema Wasser. Wie sieht denn so ein Wasserwerk aus eigentlich? Ja, das jetzt hier zu erklären, das würde wohl zu weit führen. Ich denke, das ist am besten, man schaut sich das vor Ort an und wir gehen dann am besten mal zu unserem Wasserwerk nach Brent-Lorenzen. Okay. Da kann man sich sehr gut einen Eindruck verschaffen. Ja, super Idee, dann machen wir das doch. Ich bin bereit. Ja, und das ist unser neuestes Bauwerk, das Wasserwerk Brent-Lorenzen. Die Wasserwerke sind in aller Regel voll gepackt mit Technik, die benötigt wird, da das Wasser hier von den Brunnenanlagen reingefördert wird und hier aufbereitet wird, damit das Trinkwasser Qualität am Ende hat und den Bürgerinnen und Bürgern dann zur Verfügung gestellt werden kann. Das sieht man auch hier ganz gut, die Filteranlagen zur Entfernung von Mangan und Eisen. Dann haben wir da eine Entsäuerungsanlage, da haben wir eine UV-Entkeimungsanlage, da hinten die Technik mit den Kompressoren und da hinten haben wir dann die Speicheranlagen, zwei Wasserkammern mit einer Größe von jeweils 650 Kubikmeter Speichervolumen. Okay, schon interessant, alles klar. Was ist denn eigentlich Wasserhärte? Das habe ich mich schon immer mal gefragt. Weil eigentlich ist Wasser ja flüssig, ne? Ja,
Also das Wasser hat bestimmte Härtegrade, deutsche Härte nennt man das, weich, mittel und hart. Bei einem harten Wasser ist es in aller Regel so, auch bei uns, dass dort Mineralsalze gelöst werden im Grundwasser und sich damit dann ins Trinkwasser begeben. Und die Wasserhärte, die hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Der Nachteil ist, bei der Erwärmung fällt Kalk aus. Das sieht man dann in der Beschichtung von den Töpfen. Auf der anderen Seite den Vorteil, dass Mineralien, Magnesium, Calcium zum Beispiel, dazu beitragen, dass der Geschmack des Wassers dann ein anderer ist, hervorragend ist, wie wir ja selber schon feststellen konnten. Ja. Stimmt, hat sehr gut geschmeckt, ja, das stimmt. Wie ist es denn, wie viel Liter verbraucht ein Neustadt circa in der Woche? Ja, wir sprechen eher vom Tag, okay, was den Verbrauch angeht, aber was schätzen Sie denn? Pro Tag jetzt? Boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, 10 Liter pro Person oder so? Ja, das würde gerade reichen, um den persönlichen Bedarf zu decken, zum Trinken und zum Kochen. Okay. Insgesamt mit allen anderen Anwendungen werden rund 120 bis 130 Liter pro Person und Tag benötigt. Boah, krass. Boah, das ist echt viel, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Wahnsinn. Ja, und jetzt hätte ich noch eine letzte Entscheidungsfrage für Sie. Und zwar, lieber Solarkraft oder Windkraft? Beides. Alles klar. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann herzlichen Dank, dass Sie uns hier alles gezeigt haben, das Wasserwerk. Wahnsinnige Eindrücke. Ja, das war auch interessant, auf Ihre Fragen antworten zu können. Ich hoffe, es trägt ein bisschen dazu bei, dass man die Stadtwerke und das, was wir machen, besser versteht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Durchblick jetzt. Prima. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, fahren wir wieder heim, oder? Ja, fahren wir wieder heim.